Jeder von uns hat irgendwo mal Geweberisse oder andere Dinge. Ganz häufig nach Schwangerschaften, wenn man schnell zugenommen hat, was auch immer. Geweberisse sind eine schwierig zu behandelnde Sache. Was man machen kann, erkläre ich im folgenden Video. Geweberisse sehen wir relativ häufig. Entweder hat man, wenn man jung war, sehr schnell zugenommen. Wir sehen das nach Schwangerschaften, wir sehen das bei Bodybuildern, wir sehen das bei Menschen, die sehr hohe Cortisondosis bekommen haben. Letztlich ist es so, dass der Geweberiss, wenn man ihn unter das Mikroskop legen würde, einer Narbe entspricht. Das heißt einer kompletten Zerstörung der Architektur, insbesondere auch bis in die Lederhaut hinein. Wenn man sich das ganz kurz vergegenwärtigt, kann man sich vorstellen, wie schwierig so etwas zu behandeln ist. Bei den Geweberissen geht es in aller Regel ja los mit einer roten Struktur. Das heißt, wenn man sich einen ganz frischen Geweberiss anschaut nach einer Schwangerschaft oder eben wenn ein Mensch sehr schnell zugenommen hat und oder aber wenn eine junge Frau sehr schnell voluminöser geworden ist, dann sieht man manchmal so ganz rote Geweberisse. Dann steht im Vordergrund erstmal diese abzublassen. Das macht man mit Farbstofflasern oder anderen Gefäßlasern und nimmt dann erstmal die Farbe, die Rötung heraus. Dann hat man schon mal wenigstens einen nicht mehr so ganz auffälligen Geweberiss. So würde man übrigens auch bei einer normalen Narbe vorgehen. Danach hat man aber immer noch die Strukturzerstörung in der Tiefe. Und da gibt es dann unglaublich viele Märchen im Internet. Da wird dann erzählt, wir können das mit unserem Laser, mit unserem Needling-Gerät oder was auch immer die Leute in den Händen haben, mal eben wegmachen. Da ist aber mal gleich gar nichts mit mal eben. Es gibt kaum ein so großes Problem wie die Behandlung von Geweberissen, die man im Fachjargon Strie nennt, wie überhaupt sonst in der Schönheitschirurgie. Das ist ganz, ganz schwierig zu behandeln. Wir machen das, wir haben Laser dafür, aber auch wir kochen hier nur mit Wasser und in einigen Fällen kriegen wir tatsächlich nur eine Verbesserung hin und in einigen Fällen kriegen wir es auch weg. Aber es gibt auch eine nicht unerhebliche Anzahl, wo wir eben nur eine leichte Verbesserung haben. Das Behandeln solcher Geweberisse ist schwierig und wir halten nun wirklich technisch gesehen gute Maschinen vor, wenn nicht sogar die besten Maschinen vor. Aber auch denen ist es nicht möglich, einen Erfolg gerade bei Geweberissen zu garantieren. Nichtsdestotrotz sollte man es versuchen, denn eine Probelesung oder Probebehandlung ist kostenfrei. Wir bieten das gemeinsam mit einer Beratung kostenfrei an und dem nehmen wir dem Patienten so ein bisschen das Risiko weg, dass er jetzt Geld kriegt und kriegt da nichts dafür. Wir probieren zuerst aus, ob die Erfolgschance überhaupt besteht und erst danach kostet es Geld. Das ist vielleicht eine faire Möglichkeit, wie man mit solchen Geweberissen umgehen kann.